Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnomaria mit Mods. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Ich will hier. Achso. So, okay. Merchant. Sehr schön. Nachdem wir ja den letzten so grandios verpasst haben, da war ich mal wieder so richtig helle. Könnt ihr nicht mal den Scheiß da langsam wegräumen? Ja, natürlich ist der wieder hängen geblieben. Oh, na klasse. Ey, nee. Der bringt die Sachen wieder nicht weg. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist mega nervig und immer wieder bleibt da ein Gnome hängen. Das ist jetzt Gelbalar, der Builder. Passt auf, ich werde mal einen weiteren Trainingsraum bauen, damit ich immer mal, wenn sowas passiert, die da festfriesen, die dann einfach in den anderen Trainingsraum mit reinschicken kann. Und die auf die Art und Weise davon trennen kann. Also ist definitiv ein Bug. Kann man sagen, was man will. Da ist irgendwas gebuggt. Das war eine Zeit lang hier vorne irgendwo. Ach, das ist ja immer noch. Hier vorne liegt noch Jagdmilch irgendwie en masse rum. Und da stand ja dann auch das Resin und so. Jetzt ist es hier vorne. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Das Problem ist jetzt auch, eigentlich hat er auch gar keinen Platz. Vielleicht ist das auch das, was sein Problem ist. Er wollte das da vielleicht irgendwo hinpacken, wo eben noch Platz war. Jetzt ist da vielleicht gar kein Platz mehr oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt mal rasch das Ding hier bauen lassen und dann hoffe ich, dass das so jetzt... Der hat jetzt auch den Auftrag bekommen, damit zu kämpfen, okay. Jetzt konnte er sich von da lösen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das sind vielleicht die Buckets oder so, die da Probleme machen. Hier liegen nämlich auch mehrere Buckets mittlerweile rum. Und halt auch wirklich mehr als einer, ja, also ich weiß nicht. Wir sollten vielleicht mal die überschüssige Milch versuchen zu verkaufen oder so. Aber erstmal würde ich gerne probieren, ob ich die nicht doch hier einlagern kann. Weil im Moment würde das dann doch mehr bringen. Wie viele Rancher haben wir eigentlich? Sind da welche von drauf gegangen? Nö, okay. Also in erster Linie Farmer. Ein Blacksmith ist auf jeden Fall mit drauf gegangen. Naja. Gut, können wir verknusen. Kommen wir mit Leben. Ist nicht angenehm, aber... Naja, wir werden schon damit klarkommen. So, Gnome Merchant. Ah, nee. Wir nehmen natürlich den Market Stall. So. Das ist wieder der Standardverkäufer, richtig? Ja. Dann holen wir uns natürlich Kupfer, Malachit und Zinn. Tinbar. Ach, gleich den Barren. Ja, nehme ich auch. Da wir anscheinend nicht mehr genug von dem Zeug finden, kaufe ich es dann halt ein. Brauchen wir Emus, Alpakas? Nö, eigentlich nicht. Eine Copper Eggs oder Copper Felling Eggs? Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. So. Wie sieht's bei euch mit Nahrung aus? Hast du Nahrung dabei? Cotton hat er auf jeden Fall dabei. Brauchen wir... Also Meals bräuchten wir nicht. Cotton ist eine gute Idee. Wheat Grain und sowas brauchen wir alles nicht. Grapevine. Nee, Drinks haben wir auch genug. Wir haben halt keine Früchte, aber das ist relativ egal. Weil wir einfach keine Früchte im Moment mehr brauchen. Dementsprechend, das passt ganz gut. Da brauchen wir nichts weiter. Dann brauche ich natürlich die Coins. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir mit den Sachen hier hinkommen. So. 2000. Na, es wird knapp. Diesmal müssen wir eventuell noch ein paar andere Sachen dazu packen. Oder hiervon wieder irgendwas zurückpacken. Mal gucken. Ja, dann packe ich erstmal wieder Copper Coins zurück. Und zwar 228? Ne, 227. Kann ich ja gar nicht. Hab ja nur 200. So. 272 haben wir noch hier im Wert. Dann, ich gehe mal ein kleines Stückchen runter. So. 42.
Irgendwas, was ein Punkt wert ist, damit ich das mit dazu schmeißen kann. Oder halt wenig wert ist. Ach Quatsch, ich bin doof. So. Und dafür nehme ich halt zwei der Copper Coins wieder mit dazu. So. Supi. Und Trade. Prima. So. Die Merchants ziehen wir hier immer ganz gut ab. Wie gesagt, wir brauchen halt auch die Coins, damit wir mit dem anderen dann handeln können. Und vor allem später dann halt auch interessant, wenn dann der richtige, sag schon, ja, Tiefbau, also der Bergbau-Merchant dann vorbeikommt. Salz. Ich wüsste gerne, wozu gehört eigentlich Salz? Ist das eher Loose Materials? Ja, wahrscheinlich, ne? Dann warte mal. Storage. Loose Materials wäre Bag. Probiere ich mal. Ich setze da mal ein Bag hin. Und ich kann ja außerdem auch noch eine Chest hinsetzen. Das ist ja nicht das Problem. Eine Crate. So. Mal gucken, in was von den beiden es eingelagert wird. So. Hier unten fehlt mir jetzt ein bisschen die eine Tür, aber das können wir erledigen. Wir nehmen einfach die Tür hier hin. Ja, wie gesagt, also das würde ich gerne abwarten, dass das endlich mal wegkommt da. Und die Buckets auch. Ehrlich gesagt, dann mache ich doch einfach mal hier unten einen kleinen Lagerbereich mit Buckets. Weil in erster Linie werden die hier unten benutzt. Und dann erlaube ich hier halt, dass die Buckets gelagert werden. Mal gucken, machen wir das. So. Dann sollen hier halt überzählige Buckets einfach gelagert werden. Buckets werden... Gute Frage. Wo runterfallen die Buckets als wahrscheinlich Tool, ne? Ja. So, mal gucken, ob die dann hier einlagern. Das wäre sehr schön. Ich mach mal wieder auf Schnelllauf, weil es gibt im Moment nicht so viel Interessantes hier. Der ist hier fleißig am Arbeiten. Das ist sehr schön. Ja, das ist natürlich auch ein großer Vorteil bei denen. Die werden jetzt auch im Winter weiter produziert. Darüber haben wir uns jetzt schon ein paar Mal unterhalten. Dass dann auch die Wachstumslängen sozusagen gar nicht mehr so einen krassen Ausschlag halt haben. Dass die nur 25% so schnell irgendwie wachsen. Wenn man davon ausgeht, dass halt sie dafür nachts weiter wachsen und auch im Winter. Ja. Ne, passt doch. Super. So, dann... machen wir hier... ja, eigentlich müsste ich hier unten jetzt mal richtig anfangen, das Gebiet zu zersägen eigentlich, um festzustellen, ob hier nicht noch irgendwo interessante Ressourcen sind. Weil das ist jetzt echt mal eine Tiefe, wo es auch langsam interessanter wird. Und ja, andererseits möchte ich halt nicht allzu großes Risiko eingehen, dass hier was Fettes spawnt. Also werde ich hier gleichzeitig weiterhin noch ordentlich Torches verteilen. So. Okay. So. Huch. Ah. Merchant aus dem anderen Königreich. Auch nicht schlecht. Nur, dass wir wahrscheinlich von dem gar nichts im Moment brauchen. Aber da gucken wir doch mal. Ich gucke jetzt erstmal hier unten, das, wo ich gerade dran war. So. So, bis hierhin durchziehen. So. Dann haben wir hier 19. Und von hier aus 19er Abstand. Ach, meine Güte, ihr geht mir gerade hier auf den Keks mit dem mich dauernd da wegspringen lassen. Oh, jetzt lasse ich mal kurz pausiert. Damit ich hier das wenigstens mal fertig kriege.
Und dann kümmere ich mich oben um den Händler. Und natürlich erstmal hier wieder die Lichter setzen. Weil hier wird es dann jetzt vielleicht doch so langsam unangenehm mit dem, was hier so spawnen könnte. So. Der Händler, das wäre dann... Also eigentlich bei dem hier bräuchte ich erstmal noch die Copper und die Silver Coins. 237, das sollte sich gut machen lassen. Lass mal sehen. Zack, zack. 239, das ist doch völlig in Ordnung. Gibt es noch irgendwas Interessantes, was wir bei dem holen sollten, müssten? Eigentlich nicht. Dann traden wir. Super. Und dann haben wir den hier. Copper Coin. Ja, wie gesagt, also abgesehen von den Coins haben wir kaum was, was der halt von uns haben will. Ich habe ja gesagt, das wäre vielleicht eine Idee, die ganze Milch loszuwerden. Und der wollte ja viele Sachen haben, die gehandelt werden. Was? Die haben Bandagen aus dem Zeug hergestellt? Oh Mann. Jetzt habe ich eingefärbte Bandagen. Okay, ganz ehrlich. Dann verkaufe ich's. So. Was haben wir hier? Okay, Helmets und sowas, die behalten wir natürlich. Wo sind denn Nahrungsmittel? Bronzebarren. Salz. Okay, da muss ich jetzt... Da war ziemlich viel mittlerweile da haben. Moment mal. Aha, hier. Hier haben wir schon Mushroom, sowas alles. Wine, also trinkbare Sachen. Aber ich sehe hier die Milch nicht. Mal gucken, ist die weiter unten? Water, Well Bucket, Clay. Ich würde sagen, an der Milch muss ich vorbeigegangen sein. Oder hatte sie wahrscheinlich keinen Wert? Dairy Milk, richtig. Tja, also wenn sie nichts wert ist, will ich sie eigentlich auch nicht verkaufen. Aber es wäre jetzt halt die Idee, ne? Das Zeug einfach zu verscherbeln und... Wie sieht es denn mit dem Cheese aus? Geben sie uns wenigstens Geld für den Cheese? Sieht auch nicht so aus, ne? Mushroom Seeds, Grapevine... Dairy Cheese, doch, okay. Dann verkaufen wir den Dairy Cheese. So, was könnten wir von denen kaufen? Animal Meat, das nehmen wir. Bearhide, das nehmen wir auch. Bearhide müsste es sein. Ich kaufe mal den Metal Scrap. Mal gucken, was, ob wir damit irgendwas anstellen können, irgendwas Sinnvolles. Male Honey Badger. Oh, wie cool. Die können wir bei denen tatsächlich kaufen. Okay, gut zu wissen. Ja, Pine Torches kaufe ich mir auch ein paar. Charcoal braucht man nicht. Honey Badger und Female Honey Badger, auch cool. Okay, gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Ironwood Plank, okay. Ja gut. So, na dann müssen wir jetzt natürlich mit Silver und Copper Coins wieder ausgleichen. Da brauchen wir 200 Silber auf jeden Fall. Machen wir nochmal 30 Silber. Und hier machen wir
Das sind nicht 40, das müssten 37 sein, ne? Ja, 893. Und Trade. So. Ja, und das Skelett da unten, das wird schneller vernichtet, als ich dazu was zu sagen kann, muss, sollte. So, dann müssen wir natürlich gleich wieder eine neue Tür setzen. So. Fantastisch. Das hat wenigstens gut funktioniert. Prima. Na gut. Das läuft jetzt wenigstens von daher ganz gut. Ah, 7 neue Nomads. Ey, wir haben den ersten Spring. Hervorragend. 7 neue Nomads. Hervorragend. Ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Assign. Wir brauchen dringend neue Farmer. Hätte ich gesagt, ich bin am überlegen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Farmer. Ich bin echt am überlegen, ob ich einfach 5 neue Farmer mache. Ich brauche einen weiteren Blacksmith. Das wäre ganz schön. Und einen Jeweler wäre noch schön. Und ein Glassworker wäre schön. Na gut. Das hier wäre ein guter Woodcutter, aber wir haben 2 gute Woodcutter. Einen weiteren Woodcutter brauchen wir eigentlich im Moment echt gar nicht. Die versorgen uns eigentlich sehr gut. So, und Miner brauchen wir auch nicht. So. Na gut, dann machen wir dich mal zum Farmer. Warum ich den nehme? Naja, weil der sowieso schon gewöhnt ist, Armor zu tragen. Stand ja da. Armor 6 ist echt schlecht. So, mal gucken. Miner, Woodcutter, Farmer. Farmer, wie siehst du denn als Farmer aus? Gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, dann haben wir schon mal 2 Farmer. Ich bräuchte einen Blacksmith. Mal gucken. Blacksmith. Der ist gar nicht so schlecht als... Machen wir. So, dann brauchen wir einen Jeweler. Du bist nicht gut als Jeweler. Wie siehst du als Farmer aus? Besser. Wir brauchen einen Jeweler. Wie siehst du als Jeweler aus? Du siehst als Jeweler ganz gut aus. Prima. Dann... Eigentlich ein Glassworker noch. Wobei der auch nicht viel anderes macht, außer... Ach, Prospecting ist bei dem mit drin. Na gut. Eigentlich dann fast das gleiche wie der Blacksmith, nur dass der Prospecting mit drin hat. Ich weiß nicht. Müsste eigentlich unser Blacksmith mit übernehmen. Ich gebe einfach dem Blacksmith sicherheitshalber noch Prospecting mit dazu, damit er die gleichen Jobs machen kann wie der Glassworker, weil das macht nicht viel Sinn. Und einen Jeweler brauchen wir auch keinen weiteren mehr. Das heißt, Farmer und Farmer. So, das sollte eigentlich reichen. Und dann haben wir 9 Farmer. Das klingt ganz gut. So, ich gehe nochmal kurz durch. Hier, Assign, haben wir alle, ja, keine Nomads mehr übrig. Hervorragend. Dann in die Squads rein. Natürlich haben wir hier schon reichlich gefüllt mit Farmern. Aber wie sieht es denn mit denen hier aus? Da ist noch ein Ingenieur drin und ansonsten füllen wir das Ding mit Farmern. Farmer. 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 Das ist eigentlich unser einziger Ingenieur. Eigentlich hätte ich den gerne bei den... Ach, das ist ja Reservistentruppe. Das sind auch Reservisten. Pass auf, dann nehme ich den Engineer. So. Ich gebe mir dann jetzt auch den Stress nicht mehr, diese Namensdinger da anzubringen. Weil die letzten... Naja, habt ihr ja mitbekommen. Also es war mir dann einfach zu nervig. Vor allem dann gehen 5 Leute drauf und ich muss versuchen, das irgendwie gebackt zu kriegen. Mache ich nicht. Tut mir leid, ist wirklich eine schöne Funktion und hat mir anfangs auch sehr gut gefallen. Aber wenn es einfach nur noch nervig und stressig ist und so schlecht,
Also, es ist ja nicht schlecht umgesetzt. Wahrscheinlich ging es einfach nicht anders. Es ist nur sehr umständlich, fand ich. Wo ist denn der Engineer hier? Da. So. Jetzt müsste hier bei denen eine vakante Stelle sein. Und wen packen wir dafür mit rein? Wir haben noch einen Farmer? Hä? Haben wir jetzt doch 10 Farmer? Ja, wir haben anscheinend 10 Farmer. Krass. Und bei den Stormy Lyrics kommt halt der Rest rein. Kannst du mal... So. Das wäre der Jeweler. Der Blacksmith. Fehlt noch irgendeiner? Ich glaube nicht, ne? Nö, sieht gut aus. Und bei den Flamed Arrows, da haben wir einen Blacksmith, die beiden Bilder, die beiden Ranchers. Okay. Supi. Dann, das war doch eigentlich sehr schön. Jetzt haben wir wieder unsere Truppen wenigstens richtig auf Vordermann. Auch wenn hier immer noch ein paar Sachen ein bisschen merkwürdig sind. Haben sie denn jetzt hier... Ja, sie haben jetzt wenigstens mal die Eimer hier gesammelt. Die scheinen jetzt endlich mal weggebracht worden zu sein. Warum? Was machen eigentlich die Woodcutter im Moment? Die Woodcutter sollten eigentlich hier im Moment zumindest die Kecks herstellen. Fehlt uns irgendwas für den Brewkeg? Die müssten doch hier... Nee, nicht bei der Sawmill, sondern... Carpenter? Brewkeg. Okay, und was brauche ich für den Brewkeg? Na gut, vielleicht pennen die beiden gerade. Das müssen wir gleich mal nachgucken. Brewkeg. Resin. Und wir haben kein Resin mehr. Daran liegt's. Okay, damit kann ich leben. Ich habe ja jetzt eine ganze Menge an Farmern. Die dürfen dann mal hier... hier? Ja. Hier mal Resin holen. So. Supi. Warum hat hier irgendjemand seine Rüstung abgelegt? Hat da jemand Rüstung abgelegt? Warum? Ach, das ist Pine Scrap. So, da müssten wir jetzt mal gucken, ob wir aus dem Pine Scrap irgendwie was Sinnvolles herstellen können. Smelter. Tut mir leid, ich versuche jetzt gerade hier. Und der Scrapper? Nee. Wo kann ich denn das Metal Scrap dann verbrauchen? Ach doch, hier, Any Metal Scrap. Ja, und der bringt mir tatsächlich einen Kupferbarren. Hervorragend. Okay, dann Craft 2. Repeat. So, soll er Kupferbarren auf jeden Fall sofort herstellen aus Kupfer. Metal Scrap. Okay, gut. Dann haben wir da auch bald wieder einen vernünftigen Vorrat. Wie viel haben wir jetzt hier im Stockpile? Wir haben 30 Kupferbarren, 104 Bronze, 37 Zinn. Okay. Was stellst du im Moment her? Kohle? 4 Barren? Okay, dann müssen wir mal wieder ein bisschen Kohle schürfen. Aber das ist ja nun wirklich das geringste Problem irgendwie. Da haben wir ja nun wirklich hier... zur Auswahl.
So. Dann kann ich hier auch gleich noch ein bisschen Malachit mitholen. Haben wir hier noch irgendwo Kohle? Oh ja, hier haben wir noch Kohle. So. Ah, hier hinten haben wir Kupferadler. Das ist doch sehr schön. Wir müssen dann zwar jetzt demnächst nochmal gucken, dass wir neue Bereiche auftun, in denen wir auch Zinn besorgen können, aber ich nehme auch Kupfer und Malachit immer gerne mit. So. Was ist das? Topaz. Okay, schick. So. Aber jetzt heißt es erstmal wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch alles. Habe ich mir irgendwie die. Habe ich mir gerade irgendwie was ausgeblendet? Ja, ich habe mir gerade irgendwie. Ich habe irgendwie die AI weg. Sowas hatte ich schon mal, kann mich erinnern. Na gut, eine sonnige Verabschiedung auf jeden Fall. Ich gucke gleich, woran das liegt. Tschüss. Bye, bye.